was man jetzt klappern hört, das ist der Arbeitsplatz. Also Megahertz sind es noch nicht. Sind so in etwa 5 Hertz. Ungefähr. Ja, wenn ich jetzt was rechnen möchte, muss ich das nicht unbedingt hier mit dem Programm tun. Das Programm hat halt den Vorteil, dass ich beliebig lange Rechnungen durchführen kann, solange wie halt mein Streifen ist. Das sind Filmstreifen gewesen, so Filmrollen, hat man fast in jeder beliebigen Länge gekriegt. Also die konnten mehrere hundert Meter lang sein, wenn man es brauchte. Aber man kann es eben auch eingeben per Tastatur. Da muss man jetzt einiges beachten. Also zunächst mal hat man hier die Zahlen 0 bis 9 viermal. Da könnte ich jetzt Zahlen reingeben bis 9999. Damit ich jetzt größere Zahlen eingeben kann, habe ich hier unten noch diesen Streifen. Es geht von plus 9 bis minus 9 und bedeutet quasi eine Stellenverschiebung von 9 Stellen vor dem Komma bis 9 Stellen nach dem Komma. So, das heißt, wenn ich hier jetzt eine 1 eingebe und drücke hier plus 2, wird das nicht als 1 interpretiert, sondern als 100. Dadurch kann ich natürlich schon relativ große Zahlen auch eingeben. Bei der Anzeige ist es genauso. Der weiße Pfeil ist ein Komma. Wenn hier die 1 leuchtet und hier unten die 0 ist es 1, leuchtet die 2, 100 und so weiter. Also im Prinzip 12 Stellen vorm Komma bis 12 Stellen nach dem Komma. Also das ist schon ein relativ großer Zahlenbereich. Ähnliche Maschinen, die man zur damaligen Zeit gebaut hat, mit dem gleichen Zahlenbereich, waren natürlich deutlich größer, da die eben nicht mit Stellenverschiebung gearbeitet haben, sondern für jede Stelle eben dann ein eigenes Rechenwerk hatten. Hier ist es getrennt. Einmal eben die Berechnung der Zahl selbst und einmal die Berechnung des Exponenten. Okay, jetzt will mal was eingeben. Plus ist eingestellt, 21 sind eingestellt. Wenn ich die jetzt eingebe, die tauchen da drüben im Rechenwerk auf. In der ersten Zeile die zweite Spalte. Ist ein bisschen schlecht zu sehen, aber da werden die vorderen Plättchen von den Magneten hinten angezogen. So, da steht jetzt 21, natürlich binär, wird wahrscheinlich kaum jemand lesen können. Okay, was mache ich damit? Gut, eins muss man noch beachten, die ganze Maschine arbeitet jetzt nach polnischer Notation. Normalerweise würde ich jetzt das Rechenzeichen eingeben und dann die zweite Zahl. Kann ich hier nicht machen. Stattdessen muss ich jetzt die zweite Zahl eingeben und dann das Rechenzeichen. Deswegen gebe ich jetzt die zweite Zahl ein, die taucht dann in derselben Spalte auf, einfach darunter. Okay, das wären jetzt 7. Und die teile ich jetzt, also 21 durch 7. Dauert ein bisschen. Okay, wir haben ein Ergebnis. Kann natürlich so keiner lesen, deswegen gibt es jetzt eine Taste, um eben das Ganze von Binärsystem wieder zurückzurechnen in Dezimalen anzuzeigen. Ja, geht sogar. Ergebnis ist 3. Okay. Jetzt kann man natürlich noch ein bisschen kompliziertere Sachen rechnen. Zum Beispiel, wenn ich hier 9 eingebe, kann ich daraus zum Beispiel auch die Wurzel ziehen. Hey, das Ergebnis ist 3. Richtig. Ergebnis ist wieder 3. Ja, aber ich kann jetzt nicht nur solche Sachen machen, sondern... Ziehen Sie mal die Wurzel aus 10. Nee. Ich ziehe stattdessen die Wurzel aus... Kennt jemand die Wurzel aus minus 8? Hä? Nein? Wenn das Ding mit Ding will. Also, minus 8, Wurzel aus. Ja. 2,828 wie imaginär. Dafür ist dieses Feld IN. Haben wir noch andere Felder für unendlich oder 0 mal unendlich, 0 durch 0, unendlich durch unendlich, plus minus unendlich. Der Sinn von diesen Feldern ist vor allen Dingen, wenn ich jetzt eben hier eine längere Rechnung gerechnet habe, keine Ahnung, mehrseitige Kettenaufgabe oder solche Scherze,
und es kommt irgendwo 0 durch 0 vor. Ich kriege hier einfach nur eine Fehlermeldung, geht nicht, kann ich damit nichts anfangen, weil ich nicht weiß, wo der Fehler steckt. Stattdessen würde ich eben bei 0 durch 0 hier 0 durch 0 angezeigt bekommen. Ja, rechnen bei Zuse.